nicht, dass ihr glaubt, ich hab rumgejammert, ne? Da fliegt die Drohne. Hui. Also Guido, gut geparkt, würde ich sagen. Das ist ja mal ein geiler Ausblick auf unsere Lieblingsbrücke. Boah, Leute, was ein geiler Ort. Warum haben wir uns das nicht letztes Jahr schon angeguckt? Ja, das weiß ich auch nicht. Das haben wir zu spät gesehen, ne? Übel. Ja, los, Leute, auf geht's. Erkunden! Geht auch ein bisschen Lüftchen hier, ne? Oh! Aber ich glaube nicht, dass das alt ist. Das ist gebaut. Die Treppe ist fake wieder. Ja. Die Tür? Hm. Ich glaube auch. Oh Gott, du musst den Bier noch einziehen. Schattenkarte. Oh, der genial, ne? Damals war ihr wahrscheinlich noch oben im Boden. Mit Sicherheit. Was mit dem Kopf auf? Billy, wofür ist dein runde Loch da? Ich will jetzt mal nicht sagen. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. Ach, sind nicht viele. Oh, hauaha. Aber warum müssen wir Helden, wenn wir aber 35, 36 Grad machen? Weil du nichts auf dem Kopf hast. Oh, das ist auch scheiße. Ich glaube, ich gebe Schatten. Siehst du? Hui, hui, hui. Weißt du, kein Mensch ist hier. Keiner. Und wir müssen uns das wieder antun. Oh, einfach so eine Ruhe. Ich finde, da ist er durchgelaufen, ne? Mhm. Und unten ist noch alles ganz braun. Wir stehen wieder genau an der richtigen Stelle. Hast du was gefunden? Das ist doch die perfekte Stelle, um ein Foto zu machen, oder? Ah, die Gruppe macht ein Foto. Die Gruppe macht ein Foto. Ich will auch die Brücke im Hintergrund haben. Ah, da müssen wir uns andersrum hinstellen, aber ich kann eins so, eins so.
von der Festung, von der Restfestung, suchen wir jetzt mal zu beißen. Und Melanie meint irgendwo, wie heißt das Ding? Das ist so wieder so Knotenzungen-Ding für mich. Also ich lese da Zarzer Beach raus. Ja. Und das kommt, glaube ich, irgendwo gleich da hinten. Müssen wir rechts rein. Und ich denke mal, weil da ja auch die Post abgeht, dass du da auch was zu essen kriegst. Da ist die Post abgeht. Party Mile oder was? Ja, ja. Ach, das ist ja, wo die Mucke abends herkommt. Mhm. Genau. So weit? Ja. Okay, wir haben spontan umdisponiert. Ibiza auf Kroatisch brauche ich nicht. Ja, vielleicht sieht man es noch da hinten. Ja, das ist abgesperrt, da muss ja erstmal Eintritt bezahlen und dann ist das so wie Klein Ibiza, sagt der Guido. Klein Ibiza, Klein Malle, absolut, yes. Ja, wahrscheinlich ja, zum Feiern halt, aber ich dachte jetzt, da kannst du auch essen. Ja, da wirst du mit Sicherheit mal zu essen kriegen. Ja, ja, aber jetzt nur zum Essen, dahin brauchen wir auch nicht. Ja, dann gucke ich jetzt nochmal auf Karten-App. Dann versuchen wir mal und gucken mal, welches Restaurant das Moby Dick ist, weil da haben wir nämlich auch schon viel von gehört. Also wie gesagt, ne, wir stehen jetzt ja am Poppeck der Heide. Können ja gerade mit einer Reihe auf dem Gehweg laufen. Der Geruch ist hier auch relativ. Und überall liegt hier leerer Schnaps und leerer Müll rum. Also, die kleineren Seitengassen oder Zuwege zur Hauptpromenade, hör mal, sind aber ganz schön in der Wurst. Finde ich jetzt gerade nicht mehr so toll. Jedes zweite Auto, das ich sehe, hat ein Taxischild oben drauf. Ja, Taxischild ist ja das eine, aber was sagst du denn hier zu dem Geruch so in den Gassen? Ja. Eine reine Katastrophe, oder nicht? Ja. So, abgesehen davon, dass ich hier gerade total am Saften bin. Alter. Aber im Schatten geht's. Prost. Ja. Auf euch. Hallo, ich bin der Guido und das ist mein 13. Bier. Nein, war lecker, war super lecker hier bei Jasper. Moby Dick. Moby Dick. Bei Moby Dick. Wir laufen jetzt noch so ein bisschen hier an der Promenade entlang. Ne? Ja. Und dann werden wir gleich irgendwann mal links abbiegen, wieder Richtung Auto. Hier kannst du Boote mieten. Mitfahren. Nee, mieten. Kannst du mieten hier. Kannst alleine fahren dann. Wenn du denn einen Bootsführerschein hast. So, wie ihr gesehen habt, noch eine kleine Runde mit der Drohne geflogen. Bei gefühlten 40 Grad. Alter. Aber wir haben 33 Grad. Wir sind wieder da und hier stehen ganz viele in der Schlange. Ja, hier müsste einen, den habe ich gerade vorbeifahren. Einmal Zelle,
einmal HS. HS? Was ist denn HS? Weiß ich nicht. Heinsberg? Und noch mal HS? Könnte sein, hier auch. Nochmal HS? Vielleicht gehören die zusammen. Was war denn jetzt HS? Ich komme gerade nicht drauf. Alles egal, reiche ich gleich nach. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder am Campingplatz. Und es hatte ein bisschen geschlaucht. Also ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass wir wieder hier sind. Ja, Alter, mein T-Shirt klatschen, als wenn ich in den Pool gesprungen bin. Ja, aber dieses Klettern alleine, ne, bei der Hitze, was das ausmacht. Jetzt holen wir uns erstmal ein Eis. Ja, was kann man um 7 noch machen, Philipp? Ins Wasser gehen. Richtig. Hol dir eins mehr. Weil wir genug Wasser verloren haben von oben. Was willst du da noch rumknattern? Im Pool. Wir gehen hier nicht in den Pool. Papa Tequila, aber wir müssen Salzwasser. Perfekt. Chefin, wann kommst denn du? Komm mal schon. Guten Morgen, Welt! Bei uns hat kein Wecker geschellt. Guten Morgen in the morning. Oh, Alter, tu's nichts und bin schon am Schwitzen, ey. Wir wollen uns ja gar nicht beklagen. Wir sind irgendwie immer nur am Meckern, ne? Ach, ja. Aber ich habe falsches Oberteil an. Ich glaube, ich schwitze hier noch mehr drin. Irgendwie muss ich gleich mal wieder was anderes anziehen. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz einen Lagebericht abgeben. Und zwar haben wir jetzt gerade gefrühstückt. Wir haben Uhr. Ich weiß es nicht, wie viel. Keine Ahnung. Interessiert mich auch gerade nicht. Nö. Die Kinder sind schon wieder da bei den Nachbarn. Ich habe dann ein Spiel mitgebracht. Da sind die jetzt total fanat drauf. 10 nach 10. 10 nach 10. Luhn und dann in die Bucht oder was? Ja. Gucken wir mal. Ist der Plan. Ein bisschen klar Schiff machen. Eben drin. Spülsachen zusammenstellen und dann können wir einfach. Schon wieder? Ja. Ich will auch was sehen. Naja, ist ja richtig. No? Tja. Ja, war hier die Zikaden geben genau. Gerade wieder. Wollte ich auch noch erwähnt haben. Die Zikaden kommen immer näher und werden immer lauter, wie ihr vielleicht schon hört. Aber ich denke mal, es ist noch nicht so laut, dass ich jetzt wieder unterdrücken muss, wie im letzten Videos, was letzten Sommer. Sind irgendwie wenige, oder? So, die kommen, die schlüpfen jetzt erst, oder was? Ich habe keine Ahnung. So. Hier, wo ich gerade hier drin bin. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr da mal vorbeigucken. Ey, die sieht ja schon mal cool aus. Ne? Dann kriegt ihr nämlich das ein oder andere mal ein bisschen eher mit. Ja. So, hier drin, übliche Chaos. Soll ich mal zeigen? Sieht das bei euch auch so aus? Zack. Ich würde sagen, aufi, aufi. Saufi, saufi! Die Marina gerade. Saufi, saufi! Saufi, saufi! Ach so, ja, stimmt! Die ist leer? Die hat der Guido gestern vergessen mit zum Müll zu nehmen. Die andere hat er weggeschmissen, die hätte stehen lassen. Alles wartet wieder nur auf die Chefin. Ja, ich muss ja auch abschließen. Mama, kann ich diese? Ja, du wieder. Abschließen. Kann ich die selbst? So, ich habe wieder Google Earth gequält. Wir suchen jetzt mal hier so eine Bucht auf. Das sieht so aus, als wenn man da. Ich bin am Film, verdammte Hacke! Das sieht so aus, als wenn man da mit dem Auto direkt bis fast ins Wasser fahren kann. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe total die Flecken auf der Sonnenbrille. Egal, jetzt fahren wir erstmal. Mal gucken, was hier alles noch so einfällt. Wir steigen bestimmt noch 10-mal wieder aus und ein. Da sind wir wieder. Irgendwo im Nirgendwo. Oder? Guck mal, chillt. Sie fangen gleich von der Erde. Wir haben einfach mal ein Standort markiert, was ganz schön aussah bei Google Earth. 500 Meter links.
und versuchen es jetzt einfach mal auf gut Glück. Absolut kein Plan. Ja. Mhm. Da steht schon mal ein Wohnwagen. Steinefüll. Aber die beiden stehen schon länger hier, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, der sieht nicht fahrbereit aus. Beide nicht. Beide nicht. Ey, jetzt aber guck mal da oben. Müllkippe? Krass. Oh, das sieht schon besandigt aus, das da. Das sieht mega geil aus. Wo willst du denn parken? Du, ich finde keinen. Ach so. Park doch einfach im Wasser. Nein! Gott, oh Gott, oh Gott. Lass hier neben dem weißen Park. Irgendwie ist hier auch Sand, ne? Ja. Ich freue mich. Also irgendwie sieht das hier aus, als wenn das ist zwar so ein steiniger Sand, aber Sand. Alter, wie 35, geil ist das 35 denn? Grad, Alter, ich bleib hier drin. Nix da. Ich gehe nicht raus. Wir hätten mal die Fenster schon ein bisschen aufmachen sollen gerade. Ja, wenn wir jetzt rausgehen, guck dir mal die Hammer. Kulisse an da. Ach, das heißt, ich wollte nicht raus. Ey, das ist so geil hier. Ich muss euch das mal zeigen. Die können wir eben auspacken. Ich gehe mal zum Wasser. Ey, wie geil ist das denn hier? Du kannst hier ohne so Steine, also es ist zwar Kiesstrand, aber keine Steine. Guckt euch das mal an, wie schön man hier ins Wasser reingehen kann. Oh. Und das Geile daran ist, hier ist keiner, also fast keiner. Hier sind irgendwie gefühlt so 1, 2, 3, 4 Familien mit uns jetzt schon. Wie geil. Und du kannst richtig geil reingucken. Oder, Philipp? Ja. Hier sind auch Fische. Ich habe schon Fische aufgeschreckt. So, Philipp. Und, wie findest du es hier? Ja. Guck mal, wahrscheinlich kannst du ein ganzes Stückchen reingehen. Müssen wir gleich mal testen, ne? Da ist die Mupfel. Gut, dass wir die immer im Camper haben. So, ihr Lieben. So eine Muschel kann immer nur eine Katastrophe enden. Das Aufbauen ist halb so wild. Nur das Abbauen. Wenn du sowieso genervt bist und du dieses Ding hier nicht wieder zusammenbekommst, ist die größte Katastrophe. Weil Aufbauen ist ganz einfach. Alter, was war da noch Sand drin? Ich hab das, wo ich die gerade aus dem Boni rausgeholt habe, habe ich schon gemerkt, das war überall am Rascheln. Ich hab eine Muschel gefunden. Ach, die war sogar gebrochen. Wie, die war gebrochen? Ja. Hier. Ah. Oh, warte mal. Aber ich glaube, das war gar nicht so schlimm. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ja, doch, eh gut. Alter, was ein herrliches Erde. Herrliches Fleckchen Erde. Bengel. Ich
kaum ein Mensch hier. Was kann man an so einem Ort machen, wenn man jetzt hier noch einigermaßen schön im Schatten sitzt bei 37 Grad? Richtig, ein Bier trinken. In diesem Sinne, auf euch. Juhu! Was gibt's Geileres? Wir sind hier ganz alleine an einem Sandstrand. Und Bierrobben gibt's. Bierrobben? Bierrobben. Nach vorne fährst du, fährst nicht zur Seite. Ja, weiß ich. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Gas. So was machen wir alles nur für euch. Ich habe Wasser- und Sonnenverbot. Also wir werden hier schon wieder nicht schlau draus. Wir machen es wie immer. Wir machen unser eigenes Ding.